Mein Name ist Jörg Ristau und ich bin der Initiator und der Buchschreiber von Entscheidung Freiheit. Warum mache ich das Ganze? Meine Kernmotivation war, ich wollte ursprünglich mal Sänger, Tänzer oder Schauspieler werden, also Künstler. Ich hatte einen Vater, der war Unternehmer und der wollte, dass ich sein Unternehmen übernehme. Nun konnte ich nicht einfach Nein sagen, ohne ein Ja zu haben. Also habe ich das immer wieder geschoben. Und habe dann über das Studium, also ich bin von zu Hause weg, über ein Studium, habe das dann geschafft, mich wirklich frei zu schwimmen. Angefangen habe ich als Trainer für Jugendliche im Bereich Leichtathletik. Dann habe ich in meinem BWL-Studium, was auch ein Kompromiss war, als Schwerpunkt Organisation von Personalentwicklung gehabt. Habe dann sogar als Tutor gearbeitet mit dem Thema menschliche Arbeit im Betrieb. Warum habe ich das Ganze gemacht? Ich wollte einfach wissen, wer bin ich wirklich? Das war meine Kernmotivation. Ich wollte das einfach wissen. Und ich wollte herausfinden, wie ich das herausfinde. Und so bin ich dann immer tiefer getaucht. Und im Buch erzähle ich dann auch davon, wie mich ein Radiobericht total inspiriert hat. Ich war frisch angekommen in Paderborn und habe im Radio einen Bericht gehört über das Thema, wer bin ich? Also Persönlichkeitsentwicklung. Das war damals noch gar nicht so verbreitet. Und und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, habe mir mein erstes Psychologiebuch gekauft und bin dann immer tiefer da eingetaucht. Habe mich einfach dafür wahnsinnig interessiert und das ist quasi zu meinem Hobby geworden. Das ist auch heute noch. Und auf dem Weg zu mir habe ich, auf der Reise, habe ich viele Höhen und Tiefen logischerweise gehabt. Ich habe aber auch viele coole Stationen gehabt. Ich habe viele coole Leute kennengelernt, nette Leute kennengelernt, die mich begleitet haben, die mich inspiriert haben. Und habe Sachen gemacht, wie zum Beispiel nach dem Studium, muss man nicht mal reinziehen, nach dem Studium. Ich habe angefangen bei einem Konzern in einem Vertrieb auf einer Karriereleiter und habe dann gesagt, nee, das ist nicht meins. Und bin dann als Jugend- und Sportanimateur zu Robinson Club gegangen. Und das war das Beste, was mir je passiert ist. Du kannst dir vorstellen, dass es nicht ganz so easy war, dass der, ja, den Eltern zu erklären, den Freunden zu erklären, die haben alle gedacht irgendwie, also nicht alle, aber ein großer Teil hat gedacht, der jetzt spinnt der total, der hat sie nicht alle. Ja, mag sein, dass ich ein bisschen verrückt bin und das ist auch gut so, weil verrückt bedeutet für mich nicht in der Spur laufen, sondern neben der Spur meinen eigenen Weg. Ich bin jemand, ich laufe nicht gerne auf dem Asphalt. Ich gehe lieber in den Dschungel, nehme eine Machete und bahne mir meinen eigenen Weg. Ja, das ist schwieriger, das stimmt. Aber letztendlich ist es viel erfüllender. Und wenn du da auch Lust zu hast, einfach deinen eigenen Weg zu gehen und aus meinen Erfahrungen ja nicht zu lernen, sondern dich inspirieren zu lassen, dann werde Teil dieses Projektes oder kauf dann irgendwann mal mein Buch. Das ist natürlich das, was mich dann sehr freut. Aber ich möchte auch arbeiten jetzt aktuell schon, während das Buch passiert, mit Menschen. Du hast die Möglichkeit, entweder dich informieren zu lassen oder da gibt es die extra Seite für, du wirst Teil des Projektes und gehst mit mir tatsächlich in den Dialog, gibst mir Feedback für bestimmte Kapitel. Anyway, ich werde hier immer weiter auch Videos posten, Teile von dem Buch und wenn du dabei sein willst, dann schreib mir einfach eine E-Mail und dann bist du dabei. Okay. So, freu dich drauf und ich freue mich auch drauf. Vielleicht lernen wir uns kennen. Bis dann, alles Gute und tschüss.